Okay, und jetzt achtet auf ihr Auge, achtet auf ihr Auge. Habt ihr dieses Zucken gesehen? Auch hier werde ich jetzt noch schweigen. Lisa. What happened? Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. I just can't get it out of my head. What is it, Lisa? So I went to look in the basement. Even though I was scared as hell. Like you said, there were these creepy rooms. But nothing really unusual down there. But while I was down there, I got this weird feeling. Like I'd been there before. Like something happened there. But I can't quite remember somehow. What was it? Harry, help me. I'm so scared. I can't take this. It's only a temporary thing. You're in shock from when you were knocked out. Don't fret about it. You'll remember after a while. No. You don't understand. Wait! Where do you think you're going? Lisa, verdammt, was ist das? Diese Geräusche von dort unten, sie kommen aus dem Keller. Ja, gut. Eben wollte ich noch zu etwas was sagen. Genau dieser gesamte Zusatzdialog mit Sybil, den hätte man natürlich nicht gehabt, wenn man sie erschossen hätte. Und ja, man hätte sie erschießen können, wenn man halt das Mittel, dieses Zeug, nicht gesammelt hätte, hätte man sie erschießen müssen, ist ja klar. Sonst hätte sie einen selbst erschossen. Mit dem Parasiten, wegen des Parasiten, der sie gesteuert hat. Und, ja. So haben wir auch erfahren, dass Harrys Frau anscheinend krank ist. Harry selbst Cheryl sozusagen adoptiert hat mit seiner Frau. Und irgendetwas stimmt mit diesem Kind nicht. Aber vor allem stimmt auch irgendetwas mit Lisa nicht. Aber dazu sicherlich später im Verlaufe mehr. Großartige Kameraperspektive. Großartige Flugsequenz. Werde ich gerufen. Was ist in dieser Stadt passiert? Was könnte denn solche Dinge verursachen? Nach unten. Weit, weit nach unten. Kennen wir diese Räume? Ja, natürlich kennen wir Räume. Oh! Daran konnte ich mich nicht erinnern. Daran konnte ich mich nicht erinnern. Leute? Das hat mich jetzt wirklich... Okay. Es ist nur Cheryl. Oh Mann! Spiel! Mach sowas doch nicht. Auch diesen Raum kennen wir, aber in einem etwas anderen Zusammenhang. Da ist ein Schlüssel im Wasserhahn, aber ich bekomme ihn nicht heraus, wie stark ich auch ziehe. Tja, Harry zieht gerne anderen Leuten am Wasserhahn. Oh! Und wir haben keine Karte. Dieses Mal ist das aber so geplant. Hier gibt es gar keine Karte. Hört ihr das? Der Vogelkäfig ist abgeschlossen. Und da soll er auch bleiben. Aber direkt nebenan liegt übrigens der Schlüssel. Und wir hören das Geräusch eines Papageis.
Papageien. nee, muss ja kein Papagei sein. Auch andere Vögel haben Flügel. Das Wort Falek ist in die Tür eingeschnitzt. Genau, also für diesen Bereich hier gibt es standardmäßig keine Karte. Schaut mal, wo wir hier sind. Das gehört nicht so wirklich zum Krankenhaus. Tja, ich würde sagen, Leute, herzlich willkommen im sogenannten Nirgendwo. Hier geht echt gerade die Bahn ab. Diese Uhrzeiger sind, glaube ich, auch wichtig. Ja, gehören zum Rätsel. In ihrer Mitte befindet sich eine quadratische Öffnung. Der Zeiger der Uhr. Er ist ein Schlüssel. Ich komme nicht heran wegen des Uhrenglases. Wir haben mittlerweile schon zwei Schlüssel, an die wir nicht rankommen. Ein Schloss haben wir vorher schon entdeckt, an das wir ebenfalls nicht rankommen. Das da sind Krankenschwestern. Krankenschwestern, sind schon von Beruf her praktisch vorprogrammiert für den Hammer. Für diesen Hammer. Bam! Auf Wiedersehen. Das Wort Ophiel ist in die Tür eingeschnitzt. Ich habe keine Ahnung, welcher Welt diese Namen entstammen. Woher sie kommen. Ich weiß nur, dass wir hier ein kleines Kellerlein haben. Und ich glaube nicht, dass das im Keller sein sollte. Ein gigantischer Klassenraum mit nur einem Pult. Geh nach Hause, Dieb. Krepier doch. Da ist wohl jemand in der Schule gemobbt worden. Und das meine ich jetzt sogar so, wie ich es sage. Auch diesen Raum kennen wir hier, finden wir jetzt allerdings dieses Mal. Zum einen ein Schraubenzieher, zum anderen eine Zange. Diese Zange, ihr könnt es euch vielleicht denken, ist natürlich, um den Schlüssel aus dem Wasserhahn zu ziehen. Könnte ziemlich wehtun. Wir werden vorsichtig sein. Harry ist die Vorsicht in Person. Schaut mal, wie vorsichtig er mit dem Personal umgeht. Ich möchte dich streicheln! Lass mich dich streicheln! Haha! Ja, vielleicht doch nicht ganz so vorsichtig. Ja, wir sind sogar im richtigen Raum. Das wundert mich gerade total. Vielleicht habe ich durch das Krankenhaus mittlerweile auch so ein bisschen den Dreh raus, ohne Karte klarzukommen. Wir werden krepieren, Leute, wir werden krepieren. Schlüssel. Bling! Es ist der Ophiel-Schlüssel, wo wir tatsächlich eine Tür gefunden haben. Das da ist Falek. Hier kommt Ophiel. Lass mich nur kurz gucken, ob dieser Aufzug aufgeht. Nein. Haggith. Okay. Haggith. Ophiel. Da sind sie, oder? Ja, da ist eine Schiefertafel und die Namen, die wir im Krankenhaus gesehen haben, mit den Zahlen. Genau. Wo wir die Zahlen ausfindig gemacht hatten. Die Anfangsbuchstaben hatten later ergeben und es ist ja tatsächlich später, als es war, als wir das zum ersten Mal gesehen haben. Das heißt, dieser Name war sozusagen ein Hinweis darauf, dass wir diese Zahlen erst später brauchen. Dieses Rätsel möchte ich jetzt noch gar nicht machen. Machen wir zuerst das Later-Rätsel. Also wir haben uns die Zahlen ja aufgeschrieben. Ich müsste den Zettel mal wiederholen. Wieso ist der Zettel leer? Ist das der falsche? Das ist auch der falsche. Egal. 18, nein, 35, 18, 60, 38, 45, 35, 18, 60, 38, 45. Ich weiß die erste Zahl nicht mehr. Wir sehen uns gleich wieder. Hallo, Freunde. Hallo. Ich schreibe mir kurz die Zahlen noch auf. Aber ich habe jetzt auch einen Zettel gefunden. Das war schlimmer als Cheryl zu finden. Hat auch länger gedauert, würde ich mal behaupten. 35, 18, 60. Schöne Meta-Ebene, das mit dem Later. 38, 45, richtig? Ja. Gut, okay, den rufen wir mal an und dann beschweren wir uns mal hier über die Stadt. Gut, so ging das Rätsel nicht.
dann ging es genau umgekehrt. Dann ging es genau umgekehrt. Das heißt... ...18... ...35... ...38... ...45... ...60... Was ergibt das denn in der Reihenfolge? A... All... Alle... Alert! Alert! Alarm! Auf Deutsch übersetzt. Heißt, in beide Richtungen ergibt dieses Wort Sinn. Nee, nicht in beide Richtungen, aber in dieser Tafel sind praktisch verschiedene Sachen eingebaut. Jetzt denk doch mal drüber nach, natürlich! Wer auch immer diese Tafel im Originalkrankenhaus entdeckt, wird zuerst natürlich nicht wissen, wie das ganze Rätsel funktioniert, sieht aber eindeutig das Wort later. Darauf kommt man ja problemlos. Später. Und erst später entdeckt man, dass dort Alert steht. Entweder ich bin total bescheuert oder das ist ein Geniestreich, der nicht unbedingt funktionieren muss, aber offenkundig zumindest bei mir funktioniert hat. Okay. Ah, doch nicht. Ich hielt das hier für einen anderen Raum. Für einen viel schlimmeren Raum. Jupp, ein Stern. Amulett von Salomon. Man müsste nochmal sich überlegen, wer Salomon war, was Salomon mit Kindern zu tun hatte.